Warum ist Hitze für Babys und Kleinkinder ein besonderes Risiko? Hitze ist für Babys und Kleinkinder besonders kritisch. Je jünger ein Kind ist, desto empfindlicher ist es in dieser Hinsicht. Eltern sollten deshalb besonders auf mögliche Gesundheitsprobleme durch große Hitzebelastung achten. Hinzu kommt, dass man aufgrund von Besonderheiten des kindlichen Körpers nicht vom eigenen Temperaturempfinden auf das der Babys und Kleinkinder schließen kann. Warum sind Kinder besonders hitzeempfindlich? Babys und Kleinkinder schwitzen weniger stark. Dadurch funktioniert ihre Kühlung bzw. ihre Wärmeabgabe durch Verdunstung von Schweiß nicht so gut. Auch ist ihre Stoffwechselrate höher als die von Erwachsenen. Insbesondere bei körperlicher Aktivität erzeugen sie daher mehr Wärme. Bei Hitze kann der kindliche Körper dann seine Temperatur häufig nicht mehr ausreichend herabsetzen. Außerdem ist die Hautoberfläche von Kindern im Verhältnis zum Körpervolumen größer. Das bedeutet, dass die Außentemperatur ihre Körpertemperatur stärker beeinflusst. Grundsätzlich dauert ihre Anpassung an Hitze länger als bei Erwachsenen. Zudem ist die Haut von Babys und Kleinkindern wesentlich empfindlicher gegenüber UV-Strahlung als die von Erwachsenen. Und meist merken ins Spiel vertiefte Kinder auch nicht, wenn sie überhitzen oder auskühlen. Daher benötigen Kinder während Hitzewellen besondere Aufmerksamkeit. Tipps dazu, wie Sie sich und Ihre Kleinen an heißen und sonnigen Tagen schützen können, finden Sie in weiteren Videos dieser Reihe.